Auch wenn die Zeit für einen Frühjahrsputz eigentlich schon rum ist, wurde am Luftbrückendenkmal am Frankfurter Flughafen ordentlich geschrubbt und gespritzt. Denn die historischen Flieger, die im Zweiten Weltkrieg Lebensmittel von Frankfurt nach Berlin brachten, haben ein wenig an Glanz verloren. Wir versuchen ohne Chemie einfach mit warmem Wasser diesen Grünspan weich zu bekommen und dann mit dem Schrubber das so weit wegzubekommen, dass er schon wieder ordentlich aussieht. Das haben wir auch gesehen, dort wo die Farbe noch intakt ist, dass wir den Grünspan ohne Probleme wegbekommen im Schrubber. Da, wo die Farbe nicht mehr intakt ist, ist es sehr schwierig, weil dieser Grünspan sich in den Untergrund einfrisst. Für die Reinigungsarbeiten kommt Gerät zum Einsatz, das normalerweise für die Enteisung der großen Flieger am Flughafen gebraucht wird. Zuletzt wurden die Rosinenbomber vor 2 Jahren anlässlich des 65. Jahrestags der Luftbrücke gereinigt. Damals war auch der Pilot des Silbernen Vogels Gail Halvorsen bei den Feierlichkeiten höchstpersönlich dabei. Dem Flughafen bedeutet diese Erinnerungsstätte sehr viel. Das Luftbrückendenkmal ist deutschlandweit unheimlich wichtig. Wenn man an die Wiedervereinigung denkt, Berlin hätte nicht überlebt ohne die Luftbrücke. Wir als Fraport sind sehr dankbar, dass wir hier einen Standort eines Denkmals haben. Einerseits diese Hungerkralle, aber wir sind auch sehr dankbar, dass die amerikanische Luftwaffe uns vor einigen Jahren diese 2 Flieger als Dauerleihgabe gegeben hat. 2018 steht bereits das 70. Jubiläum bevor. Bis dahin sollen die Flieger wieder gut in Schuss sein. Dazu muss auch noch an mancher Stelle geschraubt werden. Ist das denn zu schaffen? Ja, doch. Also darum fangen wir jetzt so langsam an, eben zu checken, was ist notwendig, was muss repariert werden, machen eine große Liste und arbeiten die ab und denken, bis 2018 bekommen wir das hin. Die zahlreichen freiwilligen Helfer geben sicher alles, damit das klappt. Abheben brauchen die historischen Stücke ja ohnehin nicht mehr.